Professor Müller, wir sind hier in Chicago 2017 beim ASCO und heute war eine große Poster-Session und da wurde unter anderem auch über die PARP-Inhibitoren etwas vorgestellt. Was sind PARP-Inhibitoren? Einfach ausgedrückt, für wen kommen sie in Frage und was wurde gezeigt? Ja, also PARP-Inhibitoren. PARP ist ein Enzym, das die Erbinformation, die DNA, repariert. Wir haben ja alle dauernd Schäden in der Erbinformation. Das ist ja eine sehr komplizierte Geschichte bei der Zellteilung. Und da geht immer mal was schief. Das wird repariert, unter anderem eben mit diesem Enzym. Und nun kann man natürlich ausnutzen, dass Krebszellen besonders empfindlich sind für Fehler in dieser Reparatur. Und diese PARP-Inhibitoren sind einfach Medikamente, die dieses Enzym, also dieses Eiweiß hemmen, das die DNA repariert. Und sie sind wahrscheinlich besonders wirksam bei Frauen, die ohnehin einen Defekt haben, nämlich bei Frauen, die eine Mutation in diesem BRCA1 und 2-Gen haben. Allerdings nicht nur dort, sondern auch in Tumoren, die selber sehr stark die DNA-Reparatur auch betreiben, zum Beispiel eben diesen sogenannten triple-negativen Brustkrebs. Und das ist der Grund, warum man mehrere Substanzen momentan eben beim triple-negativen Brustkrebs entwickelt. Eine Substanz, Veliparib, ist in einer neoadjuvanten Studie untersucht worden. Also man hat Frauen vor einer Operation die Substanz gegeben. Das war also eine etwas komplizierte Studie. Einmal nur eine Chemotherapie, dann eine Chemotherapie zusammen mit Carboplatin, also einem weiteren Medikament, was auch die DNA-Reparatur angreift. Und dann in der dritten Gruppe auch noch ein PARP-Inhibitor. Und zumindest die Studie hat keinen Vorteil für die zusätzliche Gabe des PARP-Inhibitors gezeigt, also ein bisschen enttäuschend, aber einen zusätzlichen Nutzen für die Gabe von Carboplatin bei triple-negativen Patienten in der neoadjuvanten Therapie, sodass ich finde, obwohl nicht alle Studien positiv waren, man sollte den Patienten schon eine Therapie mit Carboplatin anbieten und das mit denen diskutieren. Kommt denn durch die PARP-Inhibitoren oder durch das Carboplatin ein ganz neues Nebenwirkungsspektrum auf die Patientin zu? Also Carboplatin ist eine Chemotherapie, das heißt die Nebenwirkung einer Chemotherapie wie Mangel an weißen Blutkörperchen, Leukopenie können sich schon verstärken. Wenn man das wöchentlich zum Beispiel einsetzt, ist das aber aus unserer Erfahrung her durchaus verträglich. Die PARP-Inhibitoren machen ein bisschen ähnliche Nebenwirkungen wie eine Chemotherapie. Das heißt, es kommt auch zu einem Mangel an weißen Blutkörperchen. In der Studie war die Dosierung nun machbar. Es gab keine schweren Nebenwirkungen. Das ist sehr unterschiedlich zwischen den Substanzen. Aber im Grunde hat diese Studie gezeigt, dass Carboplatin bei diesen Patientinnen neoadjuvant durchaus einen Stellenwert hat. Genau. Und ich glaube, das ist etwas, was die Patientinnen auch wissen sollten. Es glaubt nicht jeder dran und es gibt ja auch Studien, die es nicht zeigen konnten. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber gemessen an dem, was ich auch eben gesagt habe, dass in unserer Erfahrung die zusätzlichen Nebenwirkungen nicht so gravierend sind und die triple-negativen Patientinnen ja bislang außerhalb von Studien nur die Option Möglichkeit haben, eine Chemotherapie zu bekommen, würden wir das dem Patienten schon anbieten. Vielen herzlichen Dank.